Hi, ich bin Alina. Ich habe heute ein Lego-Organisationsvideo für euch parat. Wir haben hier nämlich zwei riesengroße Lego-Fans. Und ja, ich habe vor 2 Jahren schon mal ein Organisationsvideo dazu gedreht, aber es hat sich einiges verändert. Mein Kind ist größer geworden, mein Mann hat noch mehr bestellt und wir haben jetzt eine riesen Lego-Sammlung. Und natürlich ist hier die große Herausforderung, wie sortiere ich die Lego-Sachen, wie organisiere ich die Lego-Sachen, dass hier nicht alles herumfliegt und dass alle Personen, die mit Lego spielen und bauen, auch wieder alle Lego-Steine finden. Gebt mir gerne ein Abo und vergesst nicht, die Abo-Glocke zu aktivieren, wenn euch das Video gefallen hat. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir endlich zufrieden sind mit dem ganzen Setup hier im Hintergrund. Ich habe auch noch ein paar Ideen gefunden, die ich hier einblenden werde. Die sind auch ein bisschen noch aus meinem alten Video. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr auch da nochmal rübergehen. Aber hier blende ich euch schon mal ein Bild ein, wie eine super schöne Organisation aussehen könnte. Nämlich mit dem IKEA Trofast-Regal. Das kennen wir ja alle. Das gibt es ja in diesen Holzoptik und eben in Weiß. Und wir haben jetzt diese Holzoptik genommen. Fand ich persönlich schöner, passt besser in unser Zimmer. Es gibt ja auch Regalböden für das Trofast-Regal. Auf die Regalböden einfach die Platten raufgeklebt oder die als Display sozusagen genutzt, um das Bebaute einfach hinzustellen und immer wieder rausschieben zu können oder auch mal austauschen zu können mit einer Box, die es ja bei IKEA zu Genüge gibt und in verschiedenen Variationen. Dazu wollte ich euch auch gleich mal unsere Variation zeigen hier im Hintergrund. Mein Mann und mein Sohn haben sich die Organisation ausgedacht. Die sind nämlich hier tagtäglich, würde ich fast meinen, zugange. Das Gute ist, die Drahtkörbe sind auch magnetisch. Da könnte man jetzt einfach so Magneten dran machen, die beschriften. Aber dadurch, dass wir jetzt erstmal keine Beschriftung brauchen, passt das ehrlich gesagt erstmal so, ne? Meine zwei Männer haben die Lego-Steine also nach Formen sortiert und nicht nach Farben oder nach Motto. Wir haben echt viele Mottos, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben Lego Star Wars, wir haben Avengers, wir haben jetzt Indiana Jones, Lego Sets ab 18, mal so zur Info. Es sind natürlich auch einige nicht aufgebaut und da zeige ich euch auch ein paar Kisten gleich. Aber das ist jetzt hier unsere Organisation. Wir sind nach Formen sortiert und die großen Bausteine kommen zuerst, die Platten kommen hier oben hin. Dann wird es natürlich immer kleinteiliger. Und weil wir natürlich auch super viele unterschiedliche Formen haben, es bleibt ja nicht bei 10 unterschiedlichen Formen, deswegen wird es umso kleinteiliger. Deswegen haben wir jetzt 2 Drahtkörbe genommen und ihr seht, der kleine Drahtkorb passt hier optimal rein in den großen Drahtkorb. Man kann hier Drahtkörbe auch ein bisschen größer kaufen, wenn man die so braucht. Mein Mann sagt, dass wenn sie schmaler sind, dass man die Steine natürlich viel, viel besser findet, als wenn man direkt so riesengroße Kisten hat. Und da weiß ich auch gar nicht, ob die Motivation so groß ist, wenn man ewig braucht, um Steine zu suchen. Deswegen haben wir es einfach sehr ersichtlich gemacht und sehr einfach auch. Das sind ja schon immer unsere Farben gewesen. Deswegen war ich sehr froh darüber, dass wir jetzt die Drahtkörbe haben. Da haben wir eine Lego-Technik-Aufteilung in etwas länglichere Steine und etwas kleinere Steine von Lego Technik. Also da ist ja wirklich alles durchmischt von Lego Technik. Wir haben auch nicht so viel von Lego Technik. Vielleicht liegt es auch daran. Hier sind diese Platten. Und dann gibt es hier noch eine ganz kleine Kiste. Die haben wir uns noch dazu geholt, weil eben wir doch noch mal so kleinere Dinger brauchten. Hier unten sind dann so irgendwelche größeren Bausteine und auch Fenster. Das ist von Star Wars. Alte Lego-Steine von meinem Bruder noch. Das war ein UFO. IKEA hat jetzt auch neue Boxen rausgebracht. Das sind diese Boxen. Ich kann den Namen gleich unten einblenden. Mit so einer groben Unterteilung. Und da passt auch ein Deckel drauf. Und die kannst du auch super easy in das Trofast-Regal reinschieben.
Allerdings habe ich gemerkt, dass wenn du diese Boxen kaufst, dass sie nicht so schön aussehen, wenn du diese Holzregale von Trofast hast. Also wenn du die weißen hast, kannst du die Regalböden nochmal individuell einteilen. Und dann macht es natürlich mehr Sinn, mehrere von denen hier zu kaufen, weil du die alle untereinander schön einteilen kannst, ohne dass da so eine riesen Lücke zwischen ist. So, und bei uns gehört natürlich noch viel mehr Lego dazu. Nein, auch diese kleinen Steine brauchen Platz. Und da haben wir diese Boxen von IKEA genommen. Es ist sehr IKEA-lastig heute in diesem Video, ja. Aber es ist tatsächlich die beste Variante, die wir finden konnten und auch die kostengünstigste Variante. Und wenn wir mal ehrlich sind, die Box sieht doch schon fast aus wie so ein Lego-Stein, oder? Also das Gute an dieser Box ist, man kann sie stapeln. Es sieht dann auch einheitlicher aus. Sie sind durchsichtig, man kann erkennen, was da drin ist. Sie sind kostengünstiger als die anderen, die viel kleinere Fächer haben. Ihr kennt ja so Werkzeug- oder Schraubenkisten, wie zum Beispiel diese hier. Die haben jetzt auch für ein paar Steine genommen, wo wir nur so ein paar davon haben. Aber ihr seht, im Vergleich hierzu sind die Fächer einfach viel, viel größer. Und ihr seht, es lässt sich viel einfacher sortieren mit diesen großen Fächern. Was aber nicht so schön ist an den Boxen, ist, dass die Deckel sehr schnell kaputt gehen. Also da haben wir schon ein paar Risse hier und da und ein Deckel geht gar nicht mehr richtig zu. Trotzdem, im Großen und Ganzen hat das einen riesen Vorteil. Unsere Box, die wir benutzen, wenn gerade gespielt wird und noch mal ein bisschen gesucht werden muss. Wenn man wann anders bauen möchte, dass man einfach wieder auf den Boden stellen kann und weiterbauen kann. Dann gibt es hier noch eine riesengroße Kiste mit undefinierbaren größeren Teilen. Ich meine zu glauben, dass das alles Lego Star Wars ist. Ja. Das ist alles Lego Star Wars. Okay, nein, das nicht. Aber das wurde auch bebaut und bespielt. Das gehört zu Lego Mario. Da haben wir auch eine eigene Kiste zu, auch in diesem Format. Und die packen wir dann tatsächlich in den großen Schrank von uns rein. Und die Kinder kommen da auch selbstständig ran, wenn sie wirklich was bauen wollen. Also das wird nicht so aktiv bespielt gerade. Und wir hatten ja auch mal so Klebebänder, die wir an das Lustigregal von IKEA rangebracht haben. Da wird auch nicht mehr so viel mitgespielt, aber wenn da mitgespielt wird, dann findet das Kind diese Dinger auf jeden Fall in dieser Kiste. Wie cool ist das denn? Das haben wir bei einem Einkauf bekommen. Das konnte man so ein bisschen bekleben. Lustig, oder? Das letzte Mal haben auch einige zugeschaut, die keine Kinderzimmer oder Kinder haben, sondern selber einfach Lego-Fans sind und haben auch tatkräftig kommentiert. Mich würde mal interessieren, ob eure Kinder auch so riesengroße Lego-Fans sind und ob ihr euch schon Gedanken gemacht habt, wie so eine Lego-Organisation aussehen könnte oder ob ihr einfach selber große Lego-Fans seid und wie eure Organisation aussieht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!